Da rechts, Anna. Ja, da rechts. Ja, wie jetzt? Da rechts. Kommt da einer raus? Ich hab mich gleich gerade eben gekillt. Ja, man, niemals, Junge. Was du für drückst, du Homo. Echt, ey. Der doch an, Mann. Der doch WH oder Aim an. Das kann man, der kann niemals so ein gutes Aim haben. Mit der Pistole. Niemals, Mann. Diese Hackerschweine. Ja. Hallo, ihr lieben Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Doyox Mind. Fuck. Heute geht's um Hacker, Call of Duty, Modern Warfare 2 und Kekse. Nein, eher um das, die beiden oder auch über unnötige Bans. Ja. Alter, ist der Rechner laut. Alter, ist der Rechner laut. Ja. Es gibt ja schon so geile Leute, die meinen, das heißt das Gefühl, die hacken. Oder? Bei einem Aim, mit der Pistole, across the map fast, oder mit der AUG im Stehen, eine Aufscope, wo du denkst, okay. Nein, niemals, meine Freunde, niemals. Gut. Hacken ist ja schon mal scheiße, ne? Wisst ihr selber, ihr wisst ja, wie ich über Hacker denke, ist sogar richtig. Und, ja, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Hacker gleich Schwanz-Nukchab. Lollis. Schwanzlollis. So, nein, aber ihr wisst ja, worüber ich da denke. Und wer es jetzt nicht weiß, ja, ich hasse Hacker wie die Pest. Gerade die Leute, die WH und Aimbot haben. Oder unendlich Muni. Und gerade besonders, ganz besonders bei Call of Duty Nukehack. 7 Kills, 5 Tode. Gerade gekillt, gestorben. Nuke. Ist richtig, mein Freund. Ist richtig. Wiederum gibt es auch Leute, die haben echt ein saugutes Aim. Das will ich gar nicht bestreiten. Und naja, gerade bei Call of Duty, weil wir hatten da was auf dem Teamspeak gehabt. Besser gesagt, wir hatten eine Runde, eine sehr geile Runde. COD MW Scheiß War 2. Wo ich mir gedacht habe, yes, this must be the one thing what we need. Folgende Situation. Ich glaube, das war Skydro. Ich glaube, das war Skydro oder eine andere Map. Link-Liker im Squad, also im Team. Ja, im Team. Wir also voll schön am Zocken gewesen. Ich weiß gar nicht, wer war denn noch dabei? Sorry, ich habe den Namen vergessen. Ich weiß nur noch, dass das Link-Liker dabei war. War der Link-Liker, der betroffen war. Ich glaube, das war Skydro. Ziemlich sicher. Skydro ist eine meiner Lieblingsmaps. Also war es Skydro. Einfach aus dem Grund. Man könnte auch sagen, es war eine Map, die ich total scheiße finde. Egal, es war, glaube ich, Skydro. So, definitiv. Wir haben eine Drohne. Gerade bekommen. Link-Like hat ein so gutes Aim mit der UMP auch. Unter anderem, aber er spielt mit der UMP. Für mich wäre das ja nichts, mit der UMP zu spielen, weil ich finde, diese Waffe ist total overpowered. Aber who cares? So. Er rein, ich weiß gar nicht mehr wo. Ich glaube, er ist ins Haus reingegangen und da saß einer. Wir haben eine Drohne. Die hatten keine Dings, Konterdrohne. Und der Typ hatte kein Eiskalt drinne. Ja, who cares? Natürlich wird es auf dem Radar angezeigt. Er killt ihn und dann meinte er, ja, den gleicher WH, ne? Ah, genau. Den gleicher hat auch ein WH. Also ich kenne den gleicher, also Sven, schon etwas länger. Und wir haben auch schon ganz oft gezockt. Wir haben auch Battlefield 3 gezockt zusammen ein bisschen. Nur ein bisschen, nicht viel, nur ein bisschen. Und, naja, komm. Der. Nee. Also, so viel Vertrauen habe ich in Link-Liker. Das ist das gleiche wie das Creeks damals in Arctic Combat. Da wurde auch immer gesagt, der hackt. Der hackt nicht.
Warum sollte man hacken? Weil man ein gutes Aim hat, ein gutes Aim. So. Habe ich zwei Leute schön. Ne? Klar, um Teamspeak gab es dann diesen kleinen Runner-Gag, ja, den kleinen Hack und so. Weil er dann auch einfach mal eine AC-130 in einem Privatmatch mit drei Leuten oder so gemacht hat, was halt, ja, mein Gott, das passiert auch mal. Jeder hat eine Glücksträhne. Selbst ich hatte schon eine Nuke in dem Privatmatch. Und irgendwie war es dann irgendwann gewollt von den anderen beiden. Aber es war nice. Nein, und jedenfalls hat der Typ dann geschrieben, Report Link Leica und so. Und Link Leica ist seitdem VRC gebannt bei Modern Fucking Warfare 2. Finde ich scheiße. Ehrlich, ich finde das so scheiße. Ja. Und natürlich die geilen Modern Warfare 2 Server, die so geil sind. Mann! Ja, aber so unnötige VAC-Buns sind schon geil, weil, klar, wir hätten was gegen machen können, alle. Weil wir hätten einfach nur mal sagen müssen, ey, pass mal auf, Alter, wir haben eine Drohne gehabt. Haben wir aber nicht gemacht. Oder wir haben keinen Screenshot gemacht. Das ist schon scheiße. Also Leute, gewöhnt euch an, wenn ihr MW2 oder irgendeinen anderen Shooter, der über Steam, Valve, VAC-Schutz da läuft, bitte macht einen Screenshot, falls ihr sowas an den Kopf geworfen kriegt. Bitte. F12 ist dafür gedacht, oder Druck. Ich glaube F12. Guckt da mal in den Einstellungen bei Steam. Und wenn nötig, verhindert euren Bann oder klagt ihn ein, so gesehen. Ja, Screenshot, der das beweist, dass ihr nicht hackt. Dann gesagt wird, ihr habt WH an, du hast einen Screenshot von deinem Blick und du hast oben das Radar, was auch beweist, dass ihr eine Drohne habt. So, dann hat der Typ erstmal schön geheult, aber sowas von, weil den Leica war einfach besser. So, dann Hacker allgemein, ne, diese Aimbotter, WH, was nicht alles gibt. Was es nicht alles gibt, es gibt so viele Hacks. Prestige-Hack. Gerade bei MW2 sehr gesehen, Prestige-Hack. Modern Warfare 2 Liberation. Wem das nicht gesagt, das ist eigentlich so ein Stück, wenn man eine VAC gebannt ist, kann man damit die VAC-Sperre umgehen. Ja, es ist nämlich nicht wirklich so, du kannst nämlich dann nur privat zocken. Mit kleinen Leuten. Und zwar nicht nur, dass du den Server aufmachst, sondern auch ein anderer Kollege von dir den Server aufmacht. Und natürlich da ein Weiterhacken, aber im Privatserverbereich geht das irgendwie. Ich weiß nicht, ob das wirklich geht, ob du da eine Erfahrung bekommst. Auf dem PC nicht, auf der Konsole ja. Ehrlich. Egal. Weil man kann im Privatmatch auch leveln. Voll geil, auf der Konsole aber nur. Wo ich das weiß, ich hab das Spiel nicht, aber ein Kumpel von mir hat es. Und ich weiß zufällig, dass wir gegeneinander öfters mal gespielt haben. Zwar habe ich verloren, aber ich bin damals nicht so toll gewesen in Konsolen, Shootern. Mittlerweile auch nicht mehr, aber also eigentlich gar nicht. Ich war nie gut. Nein, aber mal back to topic. Ich war nie gut da drin und habe mich natürlich eiskalt abgezogen. Aber mein Erfahrungsbalken ist gestiegen. Und ich bin auch Level up gekommen. Von Level 1 auf Level 2. Ja, Profil erstellt auf der PS3 und gefreut. Wisst ihr Bescheid? Oh ja, genau. Dann kommen wir in die geilen Call of Duty Modern War. Fuck! Ah ne, warte, Liberation. Ja, mit Prestige-Hack und dann können sie schön weiter hacken, die Schweine. Genauso wie ist es, das sind jetzt schöne Überleitungen, ne? Auf die MW2-Server. Warum, wenn man offiziell einen dedizierten Server hat, warum Infinity Ward, warum komme ich, also nicht in, also einen dedizierten Server hat, also ein anderer Typus, du hier, der dedizierte Server da, irgend so ein Spacken, keine Ahnung, kennst du nicht, ist egal, der diesen Server. Und warum, wenn du Spielsuchen drückst, kommst du in diesen scheiß Server rein. Es ist ein dedizierter Server.
Es ist ein... Warum ist der in dieser Lobby Rotation drinne? Warum? Da läuft ein Prestige-Hack drauf. Oder ein Prestige-Hack. Ja, Prestige-Hack drauf. Sniper-Only-Hack, dass du nur Sniper benutzt. Du kannst nur Intervention mit allem. Du hast nie mit der Sniper gespielt. Du hast nix freigeschalten für die Sniper, für die Intervention. Und du hast eine komplette Intervention mit Vollmantel und was weiß ich nicht was alles. Macht euch mal Gedanken. Aber brauchen wir ja auch nicht mehr lange drüber reden, weil bis die da was machen, ist Ostern gelaufen. Ich musste mal wieder Origin in den Vordergrund machen, weil dann bin ich heller von der Seite. Fürs Nächste. Fällt mir jetzt auch wieder auf, nach fast 10, nach 10 Minuten. Nee. So, und dann kommen die schönen Lag-Server. Boah, geil. Frage, warum gibt es denn Suche nach dem besten Host? Ja? Und warum kommen dann immer so beschissene Hosts dran? Also wirklich beschissene Hosts. Die einfach, wo du dann noch eine Lag-Party hast und der Host dich einfach wegrötzt. Entweder dein Lag, ist es ein Lag-Switcher da drauf. Kann ja auch gut sein, dass der Host gar nicht scheiße ist, sondern ein Lag-Switcher dabei ist. Lag-Switch, wenn du die Leute anguckst, dass die laggen und du läufst pfirsich durch die Gegend und freust dich den Keks ab, weil du jeden töten kannst, weil der nichts machen kann, weil du laggst, dann gehst du auf 0,2 FPS runter oder so. Keine Ahnung. So, aber dann kommt immer wieder Host-Migration, Suche nach einem neuen Host. Der Host wird immer geflamed, gebe ich zu. Ich habe zwar eine 100K-Leitung, ich habe über WLAN, das heißt, meine Verbindung ist auch sehr variabel. Und, naja... Ist halt so, dass ich dann auch mal Host werde. Komischerweise. Und der liebe Harzer44, Grüße. Wir haben mal zusammen eine schöne, chillige Runde gespielt. Schön, MW2. Ich war Host. Komisch, dass er sich nicht beschwert hat. Wir haben gegen den ganzen Clan gespielt. Frag mich warum. Die kamen als den ganzen Clan rein und wir haben die. Ich war der Host und mich flamten der eine zu. Schrieb erstmal meinen Namen falsch. Gedacht, okay, alles klar, mein Freund. Lern einfach schreiben, dann kommt mir eine bessere Internetleitung. Obwohl ich hier 100K habe. Aber. Ja. War rumgebellt und habe ich ein paar Konter gebracht. Da meinten sie, die wären so 14. Gut, wenn sie meinen. Ist okay. Habe ich nichts gegen. Ich würde auch mal gerne so jung sein. Das ist cool. War eine coole Zeit damals. Musste sich um nichts kümmern. Alles wurde gemacht. Hast du Schule? Geil. Ja. Wir als Random Team haben die eiskalt abgezogen. Eiskalt? Weil nur die haben geleckt, wir nicht. Ich habe Arthur gefragt, ich habe die anderen gefragt und wir hatten ein paar Deutsche in der Lobby, ob die denn lecken würden. Nö. Ja. Ich würde mal sagen, da war nur eine faule Ausrede notwendig, um einfach mal zu sagen, ja, war eine scheiß Runde für uns, ne, weil du bist ja der schlechteste Host. So, aber es gibt auch den Fall, dass wirklich Leute der Host werden, die wirklich scheiße sind in Internetverbindung. Frage mich immer warum, weil Suche nach dem besten Host, erwarte ich auch, dass dann der beste Host gesucht wird. Und nicht einfach willkürlich einer aus dieser Masse gepickt wird. Also könnte man vorstellen, da ist der Host. Da habt ihr. Sniper XXYZ534, er hat nur eine 1K-Leitung, das ist aber der beste Host in dem Moment. Ja, in dem Moment, weil es da nichts lädt, weil du keine Belastung auf dieser Leitung, nicht großartige Belastung auf dieser Leitung hast. Genau. So, und ganz kurz zu der Story, die ist wirklich so passiert und... Alle hatten eine volle Verbindung. So, aber es gab auch Momente, wo ich daraus war, wo ich auch gepickt worden bin, dieses Random Pick. Also wenn ich eine schlechte Verbindung habe, dann muss ich aber trotzdem eine bessere Verbindung haben, laut Infinity Ward, als hier der Rest. Weil ich weiß, dass es nicht so ist. Gut, nichtsdestotrotz. Wird der Host immer geflamed? Der Host so scheiße. Wenn es laggt, der Host ist immer schuld. Immer. Ab und an ist er wirklich schuld. Wenn du da noch mit einem Strich rumgummelst und da zwar alle und er hat volle Verbindung.
dann ist er schuld. Dann ist er wirklich schuld. Es gibt auch Momente, wo er nicht schuld ist. Passiert. Und dann sollte man als Host schon sagen, wenn wirklich alles schief geht, und ich, das halt ich selber, ich habe Scrapyard gespielt und ich war Host und dann wurde gesagt, ja, scheiß Host, also bad Host, what a connection und so, alles mögliche, was für eine Verbindung und. Und habe ich gefragt, laggen alle? Oh, laggy? Yes, okay. Auch auf meinem Team halt. Habe ich gesagt, okay. Good shooting and bye. Bin ich gegangen. Dann haben sie wenigstens. Habe ich geschrieben, I go. Tschüss. Fertig ist die Lauge. Dass dann der nächste Host gewählt und dann die Runde beendet wird, falls kein richtiger guter Host gefunden wird, dafür kann ich dann nichts mehr. Aber diese Server sind einfach so geil. Da kann ich nur in die Hände klatschen. Wie scheiße ist das bitte? Ja, das ist wirklich. Also, die Maps bereitstellen, aber dass der Host von einem Spieler gewählt wird. Autofokus, warte mal. Ist schon ein bisschen Banane. Brauche ich gar nicht auch nicht mehr. Ist schon ein bisschen Banane, finde ich. Will man nichts machen, ist Modern Warfare 2. Battlefield 3 läuft da in dem Falle immer noch besser und Battlefield 4 sogar noch mehr. In dem Falle. Also nicht als Battlefield 3, weil. Nein. Battlefield 4 ist. Boah, Autofokus jetzt. Geht's mir am Ofen simpel. Battlefield 4 ist natürlich noch schlechter. Die Verbindung, also diese Bugs und diese Probleme da, da kommst du erstmal eine halbe Stunde nicht rein. Darum habe ich dieses Let's Play auch abgebrochen. Weil es einfach nur noch Hasslon war. Muss man einfach sagen. Aber, ja. Genau. So muss es sein. So. Und was gibt's noch? VRC-Bands, Hacks. Hacker sind scheiße. Und behindert. Und sollten nach Hause gehen. Und Modern Warfare 2 scheiß Server. Glaube ich, ich hab's abgefrühstückt. So. Ja, das kotzt mich im Moment echt extrem an. Immer wenn wir zocken wollen, laggt alles rum. Oder du hast da irgendwelche Leute, die extrem hart zocken. Ich bin jetzt auch nicht so einer, der sagt, wir gehen da jetzt automatisch raus. Wir bleiben auch manchmal ab und an. Wir sagen, wir spielen und wir sagen, okay, pass auf. Die Gegner sind gut. Oder unsere Teammates sind gut. Wir können sie gleich als Gegner haben. Wir bleiben trotzdem in der Runde drin. Dashboarden ist scheiße. Dashboarden ist kacke. Dieses rein, Show raus. Die Runde macht kacke raus. Gleich eine neue. Damn. Gut, manchmal hast du auch so scheiß Situationen, wo du sagst, okay, Team Deathmatch lief jetzt nicht so geil. Und da waren Typen bei. Und du denkst, einmal und nie wieder. Tschö. Und gehst du dann lieber mal in Herrschaft rein. Freust du dich auch über die Seele, ein bisschen Kills machen. Wirklich Kills machen. Herrschaft ist Kills ohne Ende. Was ich schade finde, dass sie es im normalen Spiel nicht. Also, ein Team Deathmatch, man kann ja zwar in Privatlobby erhöhte Kills machen, also nicht Kills machen, sondern mehr Punktzahl machen. Aber dann müsste man auch mal wählen können, mit wie vielen Punkten man spielen will. Das wäre geil gewesen, mal ganz ehrlich, Activision oder Infinity Ward. Ganz ehrlich. Das wäre richtig schön gewesen. Also, wenn ich jetzt. Ich nehme mal als Beispiel Battlefield 3 und Modern Warfare. Das darf ich eigentlich gar nicht, aber da kannst du dir einen Server wählen bei Battlefield 3. Na, ich hab Bock auf 3000 Tickets. Wow, kein Problem. Hier hast du einen. Oder hatte einen. Also, wo ich immer drauf war. Noscha Kanäle, TDM. 3000 Tickets, 64 Spieler. Das war spaßig. Da hast du ein paar Punkte gemacht, aber der Server ist weg. Und der war nie laggy. Obwohl es ein polnischer war. Der war wahrscheinlich geklaut. Nein, ich habe nichts gegen Polen, falls diese Frage jetzt aufkommt. Nein. Ja, so. Jetzt wisst ihr meine Meinung über Hacker, VRC-Bands und Modern Warfare 2 Server, die scheiße sind. Und ich bedanke mich hier fürs Zusehen. Ich hoffe, dieses Dojox meint fuck. Nein, Rojax meint, hat euch gefallen. Lasst wieder mehr Kritik da. Das wäre voll cool.
Ja? Und ich würde sagen, bis dann, haut da rein und cheerio.